In den letzten Monaten habe ich zahlreiche spannende Gründer interviewt und habe am Ende immer gefragt, ob sie noch jemanden haben, den sie empfehlen könnten für ein Interview. Und dabei ist der Name von Ades vom Adhouse immer wieder gefallen, dass ganz viele Leute gesagt haben, Robert, den solltest du mal ins Interview holen. Das habe ich erfolgreich geschafft und wie es der Zufall wollte, habe ich zwei seiner Projekte regelmäßig in meinem Instagram-Feed angezeigt bekommen und auf den ersten Blick sahen beide Projekte unglaublich spannend aus, sodass ich mehr darüber erfahren wollte. Wenn du mit deinem Unternehmen digital wachsen willst und wirklich eine starke, visuell ansprechende Marke aufbauen willst, dann ist diese Folge ein absolutes Pflichtprogramm für dich. Ich habe unglaublich viel von Ades gelernt und insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Episode. Wir starten mit einem neuen Interview und Ades, ich freue mich unglaublich, dass du heute mit dabei bist, denn tatsächlich sehe ich dich dauernd in meinem Instagram-Feed mit sensationellen Werbeanzeigen. Und zum anderen habe ich so bei Karl und auch bei Sebastian und bei ein paar anderen Leuten so gefragt, wen sollte ich unbedingt interviewen? Na, und alle meinten, Ades musst du dir auf jeden Fall geschnappt haben. Der Mann steckt hinter großen Namen in Deutschland und ist marketingtechnisch ganz weit vorne. Und deshalb freue ich mich, dass ich dich heute ins Interview bekommen habe und wir mal ein bisschen darüber diskutieren, was du da hinter den Kulissen bei Adhouse so treibst. Cool, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und danke auch an die Jungs, die gesagt haben, dass du unbedingt mal mit mir quatschen solltest. Ey, ich würde sagen, wir springen rein. Adhouse, vielleicht eine kurze Erklärung sozusagen, wo du herkommst. Ich habe witzigerweise mal die Übung gemacht, bin bei LinkedIn reingehüpft, weil ich sehen wollte einfach, was du für Content machst, wie lange schon. 9 Jahre der erste Post her, ne? Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Also du machst das schon ein paar Tage. Vielleicht kurzer Abriss, was ihr heute sozusagen hinter den Kulissen macht, weil ihr arbeitet ja wirklich mit namhaften Leuten zusammen und was ihr für die macht, da bin ich echt gespannt. Ja. Ich tue mir immer schwer, das irgendwie kurz zu fassen, aber ich versuche es. Du darfst auch ein bisschen länger machen, ja. Also ich habe angefangen, da war ich so 12, 13 mit Grafikdesign, habe früher gezockt und dann irgendwie so Clan-Pages designt und da waren geil. So meine ersten Schritte. Habe dann relativ schnell aber versucht, mich im Online-Marketing irgendwie vorwärts zu bewegen, weil ich auch Geld verdienen wollte und Grafikdesign alleine. Yeah. Also ich hatte immer schöne Websites, aber keinen Traffic und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann meine ersten Euros verdient online und habe gemerkt, okay, ich hatte auch tatsächlich nie so einen ganz normalen Job. Sondern bin gleich irgendwie in diese ganze Online-Welt gejumpt. Long story short, habe dann nach meinem so, also in Österreich gibt es ja so Militärdienst, wo man quasi hin muss, das Bundesheer. Danach war ich bei Red Bull 1,5 Jahre im digitalen Marketing. Dann war ich bei ProSieben, ich glaube 2,5 Jahre in Österreich. Und bei Forbes, bei dem Wirtschaftsmagazin 2 Jahre auch, glaube ich, ja. Und krass. Überall ein bisschen was mitgenommen. Also bei ProSieben habe ich halt die Power von einem Trusted Medium wie TV gesehen, also wie völlig unbekannte Leute plötzlich Stars wurden, weil sie bei der österreichischen Version von Frauentausch dabei waren. Oder also solche Sachen halt einfach. Und einfach gemerkt, wie man Marken aufbauen kann mit Reichweite und Trust. Bei Forbes habe ich dann die Power einer richtig starken Brand das erste Mal wirklich kennengelernt. Also Forbes, die Marke ist wirklich, hat einen riesigen Impact. Also ich habe so viele Goodies for free bekommen, weil ich mit einer @forbes.at-E-Mail-Adresse mir irgendwie was erschnort habe. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, relativ spontan im Urlaub entschieden, okay, ich will nicht mehr zurück in den Job und habe dann angefangen zu freelancen. Also Growth Marketer, ich habe alles und nichts gemacht. Also yeah. Suchmaschinenoptimierung, Newsletter-Marketing und lief ein paar Monate gut, dann lief es lief 3-4 Monate katastrophal. Ich hatte keine Ahnung vom Vertrieb. Ich kannte das Wort Vertrieb tatsächlich nicht. Erstmal googeln, was ist das? Ja. Ja, in Österreich ist es gar nicht so üblich wie in Deutschland, meiner Erfahrung nach. Und habe dann, also als einer der ersten Kunden habe ich dann Waterdrop gewonnen. Kennt man vielleicht, so eine relativ bekannte E-Commerce-Brand. Die waren damals aber ganz am Anfang, also irgendwie 5 Leute aus einer Wohnung in Wien gearbeitet, 2.000-3.000 Euro Umsatz im Monat. Und ich habe einen ganz guten Deal bei denen bekommen, also so einen Share-Deal und war halt incentiviert, dass das Ganze gut läuft. Und long story short, ich habe dann 3 Jahre das gesamte Performance-Marketing für Waterdrop gemacht. Wir sind von 2.000 Euro Umsatz im Monat auf, ich glaube, 80 Millionen im Jahr gewachsen. Es gab kein Performance-Marketing-Team. Ich habe alles gemacht, also Ad-Creatives, yeah. Copies, Landing-Pages, Funnels. Gegen Ende hin kamen dann 1, 2, 3 Leute, aber 2,5, 3 Jahre habe ich das wirklich alleine gemacht. Teilweise in der Spitzenzeit, glaube ich, 2 Millionen Adspend im Monat gehabt. Und ja, und viel mit dem Geld anderer Leute lernen dürfen. Eine privilegierte Position, ne? Ja.
Ja, nur bei dem Adspend, wenn man dann irgendwie 2 Tage mal irgendwie gebannt wird aus Facebook und nicht mehr in den Werbeanzeigenmanager kommt, dann hat man halt dementsprechend Stress auch. Ja, und dann habe ich mich entschieden, okay, Zeit für was Neues. Habe die Agentur gegründet, AdHouse. Das erste Jahr waren wir rein auf E-Commerce fokussiert und dann relativ schnell haben wir aber den Switch gemacht und haben die Agentur quasi gesplittet in 2 Divisions. Eine E-Commerce-Division, mit der ich operativ nicht mehr viel zu tun hatte. Die hat der Bernhard aus meinem Team dann gemacht. Und ich hatte dann auch einfach, weil ich Lust hatte, viel mehr mit so Lead-Gen-Projekten zu tun. Mhm. Haben dann einige bekanntere Leute aus der Szene irgendwie als Kunden gewonnen. Der bekannteste ist Matthias Aumann. Ich glaube, wir arbeiten mittlerweile 3,5 Jahren zusammen. Sind auch cool. Von 300-400k Adspend im Monat, sorry, 300-400k Umsatz im Monat auf mehrere Millionen im Monat dann wirklich gegangen. Also echt cool. Ich sage immer nur mit einem Disclaimer, das ist nicht alles uns zuzuschreiben. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen, aber ich muss mich jetzt auch nicht komplett mit allen Federn schmücken. Und ja, das war's eigentlich. Also unser Fokus ist eigentlich auf holistischen Markenaufbau. Das heißt, wir stürzen uns nicht nur auf jetzt Facebook-Ads oder irgendwas, sondern wir machen alles Full-Stack eben, also von Strategie, Positionierung, Brand-Design, Landing-Pages, Copy, Ads, einfach alles, was dazu gehört. Und das machen wir, ja. Können wir da mal reinzoomen? Also ich weiß nicht, ob Matthias sozusagen, wie viel du da teilen darfst. Das kann auch gerne irgendwie ein anderer Kunde sein oder es einfach exemplarisch machen, wie du auch an so ein Projekt rangehst. Weil ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, glaube ich, dadurch, dass du diese Erfahrung hast, auch für diese Station von Forbes und auch von Red Bull und so und auch von ProSieben gemerkt zu haben, welche Power in der Marke steckt. Und ich habe das Gefühl, man muss trotzdem noch vielen Leuten erklären, welche Power dahinter steckt, ne? Und viele immer so, ja, ich habe jetzt eine schicke Website, ja, ich habe jetzt irgendwie mal ein ganz gutes LinkedIn-Profil, auf Instagram mache ich jetzt auch irgendwas. Aber du gehst ja mit einer ganz anderen Brille irgendwie ran. Und das wäre, glaube ich, spannend für jeden Zuhörer oder Zuschauer mal zu verstehen, wie du rangehst und wo so der Startpunkt ist, was du dir alles anguckst, ob du dann eine Story entwickelst, für was auch so eine Marke steht, wie du das entwickelst, so einfach, was deine Gedankenprozesse sind. Kannst du das teilen? Ja, gerne. Matthias ist da vielleicht nicht das ideale Beispiel, weil als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, stand schon wahnsinnig viel. Das heißt, wir haben dann primär mehr Öl ins Feuer gegossen, aber die Marke war schon da, Matthias in der Backstory. Natürlich haben wir auch einige strategische Entscheidungen gemeinsam noch im Nachgang getroffen, aber wie gehe ich vor? Also der Part, den viele Marketer skippen, ist halt wirklich diese Analyse, Recherche, die Intelligence, nenne ich das. Also das Zusammentragen von allen Informationen, einfach weil die Leute zu faul sind und zu ungeduldig. Aber ich stecke schon relativ viel Zeit in die Analyse. Das bedeutet, ich schaue mir an, wen gibt's so, nehmen wir jetzt mal eine Personenmarke, wen gibt's am Markt, was machen die, was macht die aus? Ich mache das so ein bisschen wie so ein Modedesigner, die machen immer so Moodboards, wo sie an so eine Wand alles Mögliche pinnen. Ja. Ich mache das dann auch, aber eher digital mit so Digital Moodboards. Und ich hole mir einfach Inspiration aus allen Ecken und Enden. Und oft auch wirklich über einen längeren Zeitraum. Das bedeutet, ich mache das nicht in 2-3 Stunden, sondern teilweise nehme ich mir dann wirklich ein bisschen mehr Zeit, also 1, 2, 3 Wochen. Und dann habe ich einen guten Übersicht über den gesamten Markt und was sich da tut und so weiter und so fort. Und dann beginnt quasi die Positionierung. Also dann überlege ich mir, okay, das ist das Territorium, was ich irgendwie erkundet habe. Wo positioniere ich jetzt diese Marke und wie? Das bedeutet in dem Fall, welche Unterscheidungsmerkmale arbeite ich aus im Vergleich zu anderen Kunden? Wer ist der primäre Gegenspieler, den ich ein bisschen attackieren möchte? Wie unterscheidet sich meine Methode, meine Lösungsansätze von denen der Konkurrenz? Und dann wählt man eine Handvoll Charakteristika aus, die diese Marke ausmachen. Das bedeutet, das Wording zum Beispiel, aber auch visuelle Cues, denen man sich bedienen kann. Bei Immotommy sind so ganz einfache Sachen wie, der Typ liebt 90s Hip-Hop und wir spielen damit auch. Also wir versuchen, Dinge, die authentisch aus einer Marke rauskommen, zu potenzieren und nicht Personen in eine von uns komplett vordefinierte Form zu pressen, sondern wir versuchen schon herauszufinden, was macht diese Person wirklich einzigartig und versuchen das halt eben zu potenzieren und zu verstärken. Und das ist halt so die halbe Miete. Und danach beginnt eigentlich die große Arbeit, und zwar
einen Punkt dahinter setzen und sagen, okay, das ist die grundsätzliche Position und dann halt über einen langen Zeitraum immer wieder darauf einzahlen. Weil Marketing ist meiner Meinung nach Fokus, Klarheit und Repetition. Diese drei Sachen machen meiner Meinung nach eine gute Brand aus. Die meisten sind scheitern schon beim ersten, sie sind nicht fokussiert, sie machen zu viele Sachen, wollen alles gleichzeitig machen und können nicht Nein sagen. Und bei der Repetition scheitert es dann halt auch oft, weil entlang des Weges nimmt man plötzlich was Neues in die Positionierung hinzu und verwirrt die Leute einfach. Aber so gehen wir in der Regel jetzt grob zusammengefasst vor. Und wenn du sozusagen das perfekt triffst beim Projekt sozusagen oder auch bei einer Positionierung, das Beste, was passiert ist sozusagen, dass du so Category of One bist, dass du wahrscheinlich unvergleichbar wirst, oder? Also, dass die Leute dann drauf anspringen bestenfalls, die Zielgruppe drauf reagiert und sagt, hey, ich hätte nicht mal einen anderen Anbieter, mit dem ich euch vergleichen kann, oder was ist so der Best Case, dass man einfach so völlig alleine mit dem Angebot dasteht, was es gibt, oder dass man wirklich genau auf die Sachen einzahlt, die die Leute vielleicht auch im Markt vermissen und bei Anbietern, die da draußen sind, nicht geliefert bekommen? Ja, also Einzigartigkeit ist etwas, was man immer erreichen möchte im Marketing. Mhm. Man will nicht wirklich vergleichbar sein. Ja, aber primär geht es meiner Meinung nach ums Zuhören. Das bedeutet, zuhören, was sagt der Markt, zuhören, was sagen potenzielle Kunden, was stört sie an meinen Konkurrenten und dann diese Dinge aufgreifen. Also wenn man sagt, wenn man zum Beispiel bei Tommy jetzt, gebe ich dir ein ganz konkretes Beispiel, was wir häufiger gehört haben, ist, dass die Leute, die sich für Immobilien grundsätzlich interessieren, sagen, ja, aber diese geleckten Immobilienmakler und Immobiliencoaches mit dem Anzug und dem Porsche und dem weißen Hemd, mit denen kann ich mich nicht identifizieren, weil das sind vielleicht normale Familienväter aus dem Mittelstand, die ein, zwei Wohnungen kaufen möchten. Das sind zusammengefasst und ein bisschen stumpf gesagt so klassische so Herberts und die möchten halt nicht bei Justus mit den gegelten Haaren lernen, wie man Vermögen mit Immobilien aufbaut, sondern bei dem straßenschlauen Typen, der sich vielleicht auch mal nicht perfekt ausdrückt. Und solche Sachen bemerkt man nur dann, wenn man nicht auf sich fokussiert ist, sondern zuhört und beobachtet. Ah, und das sozusagen dann verstärkt auch in sozusagen den gesamten, in dem gesamten Marketing, dass die Leute sich dann anfangen, damit zu identifizieren und sagen, hey, okay, cool, Immo-Tommy ist nicht so jemand, der irgendwie mit dem geleckten Anzug unterwegs ist, sondern dass irgendjemand, mit dem ich mich identifizieren kann. Und auf den habe ich auch Lust, sozusagen von dem zu lernen, statt von den anderen, die da draußen sozusagen unterwegs sind. Ne? Ja, genau. Das Problem halt, was viele Marketer haben, ist, aufgrund einer Unsicherheit glauben sie immer, das machen zu müssen, was jemand anderes macht, der schon erfolgreich ist. Und das ist so eine Teufelsspirale, weil man bewegt sich von sich selbst weg und geht zu jemand anderem hin. Und dann kann man immer nur maximal Zweiter, Dritter, Vierter sein. Aber man muss halt wirklich diese Uniqueness ausarbeiten. Und dafür muss man ein Grundvertrauen in sich selbst haben, beziehungsweise in die Brand, die man eben da aufbaut und positioniert. Braucht es da Erfahrung oder ist es etwas sozusagen, ich glaube, bei euch dann in der Zusammenarbeit könnt ihr das sozusagen mitbringen und ein Gespür auch mitbringen, ne? Was könnte man bei euch, bei, was weiß ich, dem Kunden, mit dem du zusammenarbeitest, hebeln, ne? Was macht dich so einzigartig? Aber ich glaube, man braucht wahrscheinlich auch ein paar Jahre Expertise, weil ich habe auch das Gefühl, so, keine Ahnung, vor 5 Jahren war so Monkey See, Monkey Do, ich gucke mir an, was der Markt so macht und versuche mir da so Sachen rauszupicken. Jetzt die letzten 2 Jahre, würde ich behaupten, habe ich nur noch I do me gemacht, ne? Ich habe nur noch das gemacht, was ich für mich richtig anfühlt und plötzlich sehe ich LinkedIn rechts plötzlich dauernd Leute, die Sachen machen, die wir machen. Ne? Und das ist halt so cool, weil ich glaube, man kann es schwer Leuten beibringen, außer wie du sagst, dass man genug Selbstbewusstsein in seine eigenen Fähigkeiten irgendwie hat. Aber es ist cool zu hören, dass ihr das direkt wahrscheinlich am Anfang macht und guckt, hey, was könnten Winkel sein, die wir gut spielen können, die auch im Markt funktionieren können, und die Phase überspringen wahrscheinlich viele Leute. Ne? Ja, also ich glaube, kopieren und sich inspirieren lassen ist so ein ganz normales, menschliches Character-Trait. Das ist auch voll in Ordnung und Evolution ist ja beobachten, was machen andere. Aber die Mastery kickt dann, wenn man anfängt, seinen eigenen Spin reinzubringen, und dafür braucht es dann halt Erfahrung und Vertrauen in sich selbst, damit man sich das überhaupt zutraut. Also ich kann mich erinnern, die ersten Landingpages, die ich gemacht habe, die ersten Ads, die ich geschaltet habe, das war halt Copy-Paste von anderen. und zu einem gewissen Grad funktioniert das ja auch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in einem Coaching-Markt unterwegs bist, in so einem Markt wie im deutschsprachigen Raum,
der ist halt schon relativ groß und da sind relativ viele Leute drinnen und wenn du da nicht unique und einzigartig bist, dann good luck. Ich wollte gerade sagen, das ist auch gefühlt, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren alles ein bisschen tougher geworden und ich glaube, das ist auch gut. Ich habe gerade das Buch witzigerweise Category of One und deshalb habe ich das auch so, irgendwie kam mir das in den Kopf, lese ich gerade und auf den ersten Seiten stand, dass es immer so Geschäftsjahre gibt, wo Leute, die nicht mal ganz genau wissen, was sie tun, Geld verdienen und dann kommen so toughere Phasen und das ist so cool formuliert, weil da hilft man diesen Leuten dann wieder eine andere, einen anderen Job zu finden, der viel besser zu ihnen passt. Ne? Und diesen Frame fand nicht so witzig, weil ich auch das Gefühl habe, dass in den letzten Monaten einfach Leute wieder gewechselt haben, weil es dann doch schwieriger war als gedacht, ne? Und das ist dann doch schon eine ziemliche, ja, ich will nicht sagen, dass man es mit Kriegsvergleichen irgendwie herziehen kann, aber es ist schon eine ziemliche Schlacht, ne? Und wenn es schwieriger wird, muss man auch deutlich besser sein in den Sachen. Aber ich glaube, das lässt dann auch die Player übrig, die halt einfach einen guten Job machen, ne? Ja. Ja, man braucht halt auch die Stamina. Also ich glaube, je nachdem, was einen antreibt, trennt sich da halt die Spreu von der Weizen. Wenn man jetzt rein geldgetrieben ist und das wirklich das Einzige ist, dann wird man halt automatisch zum Opportunisten und springt von einer Opportunity zur nächsten. Und gute Dinge entstehen auch spannend, nur mit der Zeit. Ich ziehe das mal ein bisschen nach vorne. Ich glaube, das habe ich Karl ganz am Ende so gefragt, was ihn freut und was ihn so motiviert. Ne? Was würdest du sagen, was lässt dich morgens irgendwie aufstehen, wo du sagst, ey, das sind coole Momente sozusagen, für die ich arbeite? Weil ich kann mir vorstellen, Geld ist es wahrscheinlich nicht mehr irgendwie. Na, jeder von uns will irgendwie gut Geld verdienen, aber es wird bei dir ja auch eine andere Motivation sozusagen sein, wo du sagst, hey, dafür mache ich den Job. Ja, das geht immer so ein bisschen ins Persönliche, womit ich grundsätzlich kein Problem habe, aber meine Eltern sind als Flüchtlinge vom Balkan gekommen und super smarte Leute, die aber dann die letzten 25 Jahre harte Jobs machen mussten. Mein Vater auf der Baustelle, meine Mutter hat geputzt. Und ich fand das immer unfair, wenn meine Mitschüler damals deren Eltern irgendwie Mercedes gefahren haben, aber also gefühlt völlig stumpf und hohl waren. Die hatten einfach nur bessere Grundvoraussetzungen. Und das war immer mein Antrieb. Also dieses, ich sehe es ungern, wenn Menschen mit Potenzial oder Unternehmen mit Potenzial dieses Potenzial nicht ausschöpfen, weil es einen kleinen Missing Link gibt, der ihnen einfach fehlt. Und das hat mich persönlich immer sehr angetrieben. Also natürlich, zu Beginn ging es sehr, sehr stark ums Geld. Und ich will auch nicht absprechen, dass es jetzt Geld nicht ein wichtiger Driving Factor ist. Aber wenn ich jetzt eine Marke sehe, wo ich mir denke, boah, ich müsste denen nur einen kleinen Schubser geben. Und die wird völlig durch die Decke gehen, weil die wissen ja nicht, was sie nicht wissen. Und wenn das auch eine Marke ist, die wirklich Value produziert in der Welt, dann reizt mich das immer sehr. Ich liebe es, mit Kreativen zusammenzuarbeiten. Also ich arbeite auch sehr gut mit rationalen, organisierten, strukturierten Menschen, aber so die wirklich große Joy entsteht bei mir, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die anders sind, die einfach auf Gedankengänge kommen, die kreativ etwas schaffen können. Also unser Design-Team oder generell unser Brand-Team, würde ich behaupten, ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum, wenn nicht darüber hinaus, für mich persönlich jetzt das Stärkste. Also und wenn zum Beispiel jetzt arbeiten wir gerade an der nächsten Mastermind von uns, die in der Schweiz stattfinden wird. Und ich habe gestern oder vorgestern von unserem Designer ein Konzept bekommen, wie wir das Ganze visuell darstellen könnten, von Sounddesign, Motion Design, Grafikdesign. Dann bin ich einfach krass. Das ist Standard, aber dann bin ich einfach da gesessen und habe mir das angesehen und das erzeugte mir dann so eine Freude. Das ist so, also ich wusste schon, da kommt was Gutes, aber dann sehe ich das visuell und kann das irgendwie auch greifen. Ich muss immer was sehen, hören, schmecken, damit das für mich real wird. Und das sind so die Momente, so im Arbeitskontext, wo dann bei mir irgendwie die größte Joy entsteht. Das glaube ich. Also ich kann mich da in dich reinfühlen und sagen, so richtig cooles Konzept sozusagen präsentiert zu bekommen, ne, und da irgendwie so ein bisschen Gänsehaut auch zu bekommen, weil man es dann so das erste Mal erlebt. Und vielleicht ist auch so die perfekte Überleitung zu dem Projekt, weil ich habe das Projekt, ich glaube, so den Trailer nach der ersten Mastermind irgendwie gesehen und dachte mir so, oh Mann, da hat er wirklich die Messlatte für Masterminds, glaube ich, insgesamt in Deutschland ziemlich hochgelegt. Weil ich hatte das Gefühl, in der Vergangenheit war es immer so, ja, wir machen eine nette Location irgendwie im Ausland und schmeißen ein paar Leute in irgendeinen Raum. Aber das, was ich da im Trailer gesehen habe, dachte ich mir, holy shit,
Na, also da ist ja nichts dem Zufall irgendwie überlassen. Kannst du erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und wie ihr vielleicht auch dann die erste Runde von der Mastermind sozusagen gemacht habt, wie ihr rangegangen seid? Weil ich glaube, das ist ein unglaublich spannendes Projekt und auch für viele Leute einfach super interessant. Ne? Dankeschön. Genau, unsere Mastermind ist The 1% Marketer Society. Wie kam ich auf die Idee? Also ich halte extrem viel von Masterminds. Ich glaube, ich bin seit 7 oder 8 Jahren, als ich noch im E-Commerce tätig war bei Waterdrop, habe ich schon diese ganzen Online-Marketing, Online-Coaching-Masterminds besucht und besuche die auch weiterhin. Habe dort viele gute Freunde kennengelernt, wahnsinnig viel mitgenommen. Aber wie das so ist, irgendwann reizt es einen ja doch, selbst vielleicht was zu machen. Yeah. Insbesondere, weil man halt Dinge sieht, die man selbst anders machen will. Also ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass andere das schlechter machen, aber jeder hat ja so seine Sichtweise auf etwas. Und wie kam ich dazu? Also strategisch haben wir uns gedacht, hey, bevor wir unsere Marketingausbildung, also Fullstack, launchen, wäre es nicht verkehrt, wenn wir irgendwie die Aufmerksamkeit des Marktes auf uns lenken. Also war schon eine Strategie dahinter auch. Okay. Und da ich mir gedacht, okay, wir können natürlich Fullstack einfach launchen, das wird funktionieren, das weiß ich, aber es wäre gut, die Attention des Marktes zu haben. Und da ich mir überlegt, wie machen wir das? Mhm. Wir hatten ohnehin schon Lust, mal ein Offline-Event zu machen, wir haben es noch nie gemacht. Wir haben Geld in die Hand genommen, ich habe ein sehr gutes Netzwerk mir aufbauen dürfen die letzten Jahre, von Leuten, den ich, glaube ich, nichts schuldig geblieben bin, wo man sich auch zwischenmenschlich gut versteht und mir gedacht habe, hey, ich glaube, wenn ich die rufe zu einer Mastermind, kommen die auch. Dann haben wir jeden einzelnen Touchpoint der Marke. Also wenn wir an etwas rangehen und eine Marke aufbauen, dann machen wir das nicht halb-halb. Also ich versuche keine halben Sachen zu machen. Ich mache Dinge, wenn ich sie mache, dann wirklich mit Leidenschaft. Und wir haben halt eine Marke ausgearbeitet, ein Thema und Werte, die wir vertreten wollen. Und jeder einzelne Touchpoint musste darauf einzahlen. Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Uns war Individualität und das Gefühl, dass Menschen, die teilnehmen, wirklich was Besonderes sind, enorm wichtig. Und wir hatten 35 Teilnehmer. Ursprünglich wollten wir 25 haben, aber ich habe da ein paar Nachrichten von Freunden bekommen, die gesagt haben, hey, bitte noch einen Platz. Ich will auch dabei sein. Echt? Genau, was mich extrem gefreut hat. Also ich will jetzt gar nicht großkotzig klingen oder so. Also ich versuche immer humble zu sein. Mich hat das irrsinnig gefreut, dass ich solche Leute, dass ich es schaffe, solche Leute da hinzubekommen. Und meine Frau, die ist Grundschullehrerin und die hat 35 Briefe handgeschrieben und wir haben extra so ein Logo gemacht und haben so ein Wachssiegel machen lassen. Krass. Und meine Frau hat 6 Stunden lang handgeschriebene Briefe geschrieben für all die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Krass. Er hat fast geweint am Abend, weil sie so fertig war. aber ich habe versucht, diesen Geist, diese Energie in jeden einzelnen Touchpoint der Mastermind reinzubringen, weil Leute spüren sowas. Also der Unterschied ist immer in den Details. Und wir haben bei nichts gespart. Wir haben für 800-900 € Zigarren gekauft und haben eine Vintage Rolex verlost, für die ich extra nach Amsterdam geflogen bin, zu so einem relativ bekannten Vintage-Uhrenhändler. Und uns ging es gar nicht so ums Geld oder ähnliches. Wir wollten einfach einen besonderen Moment schaffen für die Leute und den auch einfangen. Und ich glaube, deswegen ist auch die Messlatte so groß gelegen, weil für uns war das kein Business Case, sondern wir haben die Experience und die Brand in den Vordergrund gerückt. Und das wird dann automatisch zu einem Business Case. Ei, ganz großes Kompliment. Also ich muss sagen, ja, auch selbst mit, was weiß ich, Dienstleistern zusammengearbeitet, bei Events gewesen. Und ich glaube, jeder hat diesen Wunsch nach so einer Liebe zum Detail, wie ihr sie sozusagen umgesetzt habt, aus dem, was ich gesehen habe. Aber keiner erlebt das irgendwie groß noch, ne? Außer man geht vielleicht irgendwie in die besten Hotels der Welt und selbst da ist man ja häufig noch überrascht, wenn irgendwie ein Kellner dann überdurchschnittlich nett ist, ne? Also selbst da erlebt man das nur noch selten. Und ich glaube, damit ist euch echt was gelungen, wonach alle lechzen und man es kaum im Markt irgendwie findet, ne? Dankeschön. Und weitere Roadmap ist einfach sozusagen, das jetzt mehrmals pro Jahr wahrscheinlich zu machen, ne? Ein bis zweimal im Jahr. Die nächste findet, ich glaube, Anfang Juli oder so in der Schweiz statt, in Genf. Für uns ist es eher einfach so ein Zusammenkommen von der Marketing-Elite und gute Leute. Also wir machen nicht nur die Mastermind, sondern eigentlich alles, was wir machen, machen wir immer aus dem Point of View
dass wir es für uns selbst machen. Das ist immer unser oberstes Credo, ja, cool, dass wir dort gerne hinwollen würden, dass wenn wir eine Ausbildung rausbringen, dass wir die wirklich gerne nutzen würden, weil wir wissen, dass wir einfach, dass ich selbst für mich einen hohen Qualitätsstandard habe. Und genau, ein bis zweimal im Jahr wollen wir das machen. Haben es jetzt noch nicht fixiert, ob das jetzt zweimal im Jahr der Fall ist. Ja. Tendieren aktuell eher sogar zu einmal im Jahr, weil dann kann man das Ganze noch exklusiver machen, noch besonderer. Noch einen größeren Knall machen, ne? Ja. Ja, genau. Wir ändern das Format dieses Mal leicht. Es wird eine bisschen kleinere Runde, und aber dafür intensiver. Was mich interessieren würde sozusagen ist, wie würdest du jemandem dieses Mastermind-Format erklären, der noch nie bei sowas dabei war? Weil ich habe das Gefühl, man schlittert da irgendwie, keine Ahnung, als Unternehmer irgendwie mal so rein oder wird mal eingeladen oder entscheidet sich dafür, das irgendwie zu investieren. Ich habe aber das Gefühl, dass ganz viele Leute die Power noch nie davon erlebt haben und sich das auch gar nicht so vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Wie würdest du das jemandem erklären, für wen auch gerade vielleicht eure Mastermind geeignet ist, warum man dabei sein sollte und was vielleicht auch so die Ergebnisse sind von diesen Tagen? Weil ich habe das Gefühl, dass so, ja, wie gesagt, wenn jemand das schon mal erlebt hat, ist so klar, dass man regelmäßig bei solchen Sachen dabei ist. Aber für manche Leute bleibt das halt ein Leben lang irgendwie verschlossen und das ist halt extrem schade aus meiner Sicht, ne? Wie würdest du das jemandem erklären? Also die erste Mastermind, wo ich je war, war in, ich glaube, Ibiza, die One Idea Mastermind. Ja. Für mich war das ein extrem besonderes Erlebnis, weil ich bin aus Wien, also aus Österreich, habe mit Marketern hier nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Und dann war ich auf einmal in einer Runde, wo alle weiter waren als ich, alle mehr Geld verdient haben als ich. Ich habe 7.000 Euro, glaube ich, auf den Tisch gelegt für 2 Tage, was für mich damals auch absolut out of this world war. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Also einerseits bekommt man viel Input durch die ganzen Cases und Speakings und so weiter und so fort. Das ist super wertvoll. Aber das Größte für mich persönlich ist es immer noch, sind die Leute, die man kennenlernt bei solchen Masterminds. Weil es sind ja meistens alles Leute, die alle einerseits ein bisschen einen Knacks haben, aber auch einfach getrieben sind, einen Antrieb haben, vorwärts zu kommen. Und im Alltag sieht man, also lernt man hier und da auch solche Leute kennen. Aber an einem Ort 20, 30 Leute, die auch noch in derselben Branche, Nische ungefähr tätig sind, die hast du halt nicht so oft zusammen. Und dann aber auch in einem sehr angenehmen Kontext. Also Masterminds sind ja dann oft an schönen Orten und so weiter und so fort. Also ich mache das so 2 bis 3 Mal im Jahr, weil es mir hilft, ein bisschen abzuschalten, Batterien aufzuladen, gute Freunde wiederzusehen. Also ich treffe auch immer, zu den meisten Masterminds, wo ich gehe, gehe ich aktuell eigentlich nur mehr wegen den Leuten hin. Ich lerne immer 1, 2 neue Leute kennen, aber die Leute, die ich als Freunde gewonnen habe, die ich dort, die sehe ich auch außerhalb der Masterminds, aber sich in diesem Mastermind-Kontext nochmal zu sehen, das ist wie so ein Klassentreffen. Und ja, also das ist, glaube ich, das, wie man sich so eine Mastermind vorstellen kann. Klassentreffen, aber nicht oft deprimiert, sondern oft motivierend und motivierend. Energizing und mit wertvollen Inputs und geht man schön essen und erlebt was Außergewöhnliches. Ja. Ey, perfekte Beschreibung, glaube ich. Und ich glaube auch Leute zu treffen, die genauso ticken wie man selbst, du hast es schön formuliert, die vielleicht auch so einen leichten Knacks haben und auch ein bisschen getrieben sind, das hilft immer, dass man merkt, dass man nicht irgendwie alleine damit ist und von den Leuten dann auch noch zu lernen und die auch immer wieder pro Jahr zu sehen, ist, glaube ich, das Coolste, was irgendwie passieren kann. Was mich interessieren würde, Fullstack, ne? Also ihr seid sozusagen mit dem Knall mit der Mastermind in den Markt gegangen. Ich glaube wirklich, es war schwierig, wenn man so ein bisschen digital Marketing-affin war, es nicht mitzubekommen, ne? Und dann habt ihr ein ganzes Ausbildungsprogramm dahinter gelauncht, ne? Was lerne ich da? Was ist da drin? Wer ist Zielgruppe? Na, da bin ich neugierig, weil am Ende muss ja am Ende eigentlich dein gesamtes Marketingmodell bestenfalls da drin sein, dass wenn ich das durchlaufe, alles habe, um richtig Spaß zu haben in der digitalen Welt, oder? Also die Grundidee zu Fullstack ist mir gekommen aufgrund von 2 Problemen. Also erstens haben wir es nicht geschafft, oder was heißt nicht geschafft, aber es war einfach irrsinnig schwer, richtig gute Leute fürs Marketing zu bekommen, für unsere eigenen Projekte. Ja, da ist Leere, oder? Im deutschsprachigen Raum. Das hätte mich auch gewundert, hättest du gesagt, da finden wir richtig gute Leute. Ja. Also wir haben hier und da jemanden Gutes gefunden für Google oder für Facebook oder Copywriter, aber das war halt immer so isoliert.
Also ja, wirklich nur so isoliertes Teilbereichwissen. Und meine Philosophie war schon immer, dass man Fullstack sein muss. Fullstack kommt halt eher so aus diesem Software-Development, Fullstack-Developer. Und ich halte nichts davon, wenn man so ein reiner Fachidiot ist und nur eine Disziplin beherrscht. Das funktioniert halt nicht. Ich bringe da immer den Vergleich, wie das ist, wie man ins Gym geht und nur den Bizeps trainiert. Schwierig, ja. Es muss immer irgendwie alles stimmen. So, du musst richtig trainieren, das Essen muss passen, die Regeneration und so weiter und so fort. Und so sehe ich es im Marketing genauso. Du kannst noch so gut sein im Media Buying, wenn die Landingpage, auf der der Traffic landet, schlecht ist, dann good luck. Das war mal das eine Problem. Und das zweite Problem ist, wir haben unser Modell in der Agentur geändert. Also wir arbeiten nicht mit so klassischen Retainer-Kunden, sondern wir haben eine Handvoll Brands, die wir aufbauen, wo wir Share-Deals haben. Spannend. Viel lukrativer, macht viel mehr Spaß, weil man begegnet sich auf Augenhöhe und ist nicht auf dieser Agentur, Agenturkunde. Du Knecht, mach den Button jetzt blau auf meiner Landingpage, ja. Genau, also man baut gemeinsam was auf, man ist gleich incentiviert, man muss nicht über die Masse skalieren als Agentur, sondern kann wirklich 2-3 Projekte haben und mehrere Millionen damit im Jahr machen. Es ist profitabler, man ist fokussierter und trotzdem haben sich aber viele Brands bei uns gemeldet, die wir halt links und rechts ablehnen mussten, weil wir eben Fokus heißt halt Nein sagen und wir haben diesen Fokus. Da habe ich mir gedacht, hey, irgendwie uns fehlen die richtig guten Marketer und nicht nur uns, auch fast allen anderen. Mhm. Wir haben super viele Brands, die gerne mit uns arbeiten würden. Unser Wissen ist aber da. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir geben das Wissen an beide Parteien weiter. Wir bilden also Einzelpersonen zu Top-Full-Stack-Marketern aus und gleichzeitig begleiten wir Brands beratend und connecten die sogar im Idealfall. Das heißt, die Marketer, die wir ausgebildet haben, connecten wir mit den Brands. Und das ist halt nicht Win-Win, sondern Win-Win-Win. Also, und genau, das ist jetzt seit einem Monat live, ist mega angelaufen. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Was unser Ansatz auch hier war, ist, wir wollen keine Massenabfertigung. Wir wollen nicht die Leute versuchen, in eine Form zu pressen. Und viele reden immer vom Fließband. Wir wollen kein Fließband bauen. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen Individualität auf die individuellen Wünsche und Gedanken und Strategien eingehen und sind jetzt auch nicht vom Geld getrieben, weil für uns ist das nicht unser primäres Business. Das ist halt so ein Problem im Markt. Viele launchen etwas ohne den, also wollen den Leuten zeigen, wie man den Weg geht, ohne dass sie ihn selbst gegangen sind. Und das halte ich für ethisch nicht wirklich vertretbar, to be honest. Ja, ey, da bin ich bei dir, weil ich habe das Gefühl, da ist so viel, also da ist ja auch viel Nachfrage einfach nach guten Marketern und ich habe auch das Gefühl, dass immer sozusagen das Ausbildungsprogramm irgendwie gefehlt hat. Ich glaube auch, ich selbst habe mir immer irgendwie Insellösungen sozusagen gesucht und irgendwann die Bausteine so nach und nach für mich zusammengesetzt, aber auch heute weiß ich noch, wie ich, keine Ahnung, mal eine Ads-Agentur beauftragt habe, für uns LinkedIn-Ads irgendwie zu schalten, um dann irgendwie 2 Monate später zu merken, dass die Agentur keine Ahnung hat von Funnels, ne? Und ich so, ja, die Ads sind ja nur so gut wie die Funnels, was bringt mir eine Ads-Agentur, wenn die keine Ahnung haben von Funnels, ne? Und wieder rangesetzt und so, okay, ja, Funnels musst du irgendwie lernen, ne? Und dann das Zusammenspiel irgendwie gelernt und nach immer besser geworden. Und insofern glaube ich, schlag dir da eine coole Kerbe, wonach viele Leute suchen, halt jemanden zu finden, der diese ganze Klaviatur irgendwie bestenfalls spielen kann, ne? Aber das, was mich unglaublich interessieren würde, ist so, wenn du so ein Projekt hast, vielleicht auch mit den Beteiligungen, die ihr sozusagen habt, ne? Was ist aus deiner Sicht die Herangehensweise sozusagen zu skalieren und nach oben zu kommen, ne? Wenn du, keine Ahnung, dir Immotommy anguckst oder Matthias oder so, ist es, dass ihr ein kaltes Offer irgendwie baut, wo dann sozusagen der gesamte Traffic irgendwie drauf geht? Oder kannst du mal ein bisschen so die Marketinglandschaft erklären, wo der Hebel ist? Weil ich habe das Gefühl, immer wenn ich wieder mit Leuten diskutiere, ist häufig immer so, wir fahren so alles hoch, ne, und mit einer gigantischen Komplexität. Ich versuche immer, es relativ schlank zu halten und mich dran zu halten, keine Ahnung, ein Funnel und ein und mehrere Traffic-Quellen irgendwie und den versuche ich maximal auszureizen. Wie sieht da euer Modell aus, um was nach oben zu bekommen? Ja, also es gibt da nicht die Silver Bullet, das hängt extrem vom Markt ab und vom Offering. Aber man muss halt die Marktsituation immer analysieren. Was man definitiv merkt die letzten 2 Jahre ist, dass der Conversion Cycle deutlich länger geworden ist. Also dieses Trade auf ein Offer, buch dir ein Gespräch und kauf, will ich sagen, also nicht funktioniert, aber es ist viel schwerer geworden.
Ja. Und dementsprechend benötigt man als Brand halt dieses Stamina, also das Durchhaltevermögen, um die Leute reinzuholen, auf sich aufmerksam zu machen. Und was ich als am wichtigsten erachte, was meiner Meinung nach die meisten falsch machen, ist, sie liefern vergleichsweise wenig Mehrwert. Also die meisten overpromisen und underdelivern. Und man muss statt andersrum das Gegenteil machen, also underpromisen und overdelivern. Also was wir immer versuchen, ist, die Leute reinzuholen. Das heißt, jeden Cent, den wir in Paid stecken, dass wir diesen Touchpoint auch langfristig ownen. Das bedeutet, dass wir eine E-Mail haben, eine Telefonnummer, einen WhatsApp-Kontakt, etwas, mit dem wir die Leute immer wieder erreichen können. Und wenn die Leute mal einen Touchpoint mit uns haben, soll das einer sein, der von Value nur so strotzt. Also wenn die Leute sagen, boah, ich habe da for free so viel Value bekommen, das ist so wertvoll, dann wollen sie von sich aus mehr. Und dann werden sie sich auch alles Weitere reinziehen und zu einem Webinar auftauchen und sich dann auch früher oder später ein Erstgespräch buchen. Also wir versuchen nicht, also wir testen es, ob man mit der Brechstange relativ schnell zu einem Sale kommt. Das wir lassen muss man es schon nicht immer, unversucht, ja. Ja, das muss man schon immer probieren natürlich. Aber wir versuchen wirklich, dass wir jeden Touchpoint besitzen, dass jeder Touchpoint einer ist, der mehr Mehrwert hat, als die Leute antizipiert haben. Und das war es eigentlich. Und dann natürlich sehr genau analytisch beobachten, was funktioniert gut, wo springen Funken über. Und wenn wir irgendwo Funken entdecken, dann schütten wir einfach noch mehr Öl rein. Und das ist so grob zusammengefasst die Herangehensweise bei den meisten Brands. So wie du sagst sozusagen, ich glaube, jeder, der smart ist und der jetzt zuhört und das sieht oder so, wird sich sagen, genauso muss ich das aufbauen. Ne? Also ich glaube, es gibt immer so eine Angst, so ich habe Angst, irgendwie meinen besten Content rauszugeben. Ne? Das höre ich immer wieder so, oh Gott, was ist, wenn ich irgendwie alles auf YouTube oder in meine Lead Magnets packe oder in Webinare packe. Aber was würdest du sagen, was hält die Leute davon ab, diese Formel, die du gerade beschrieben hast, nicht umzusetzen? Ne? Also ich frage es mich bis heute, ne? Ich gebe so viel auch selbst raus bei YouTube, ne? Und auch bei unseren kleinen Kursen und so, sind die Leute immer geflasht und sagen, keine Ahnung, ich habe 5.000 bis 10.000 Euro für LinkedIn-Coachings ausgegeben und was ich hier irgendwie für 99 Euro bekomme, schlägt das dreimal. Ne? Und ich denke mir immer so, warum machen das nicht mehr Anbieter? Weil es ist ja eigentlich recht logisch, so vorzugehen, oder? Ja, ist relativ einfach. Also ich ziehe mir deinen Content ja auch rein, weil du einer der wenigen bist, damit ich auch ein bisschen, sag mal, Blumen zurückgeben kann, der halt wirklich auch Value provided, aber du providest Value, weil du hast auch Value zu provide. Das Problem ist sehr häufig, dass Leute ja jungfräulich beginnen, ein Business zu starten, aber eigentlich noch nichts haben, was sie businessen können. Das heißt, die Leute fangen an, also die meisten Performance-Marketer erlernen an ihren Kunden erst das Handwerk, was ja grundsätzlich okay ist, aber jeder muss ja irgendwie so seine ersten Schritte machen, aber dann kannst du nicht halt anfangen zu claimen und zu sagen, ich zeig dir, wie du von siebenstellig auf achtstellig skalierst, aber selbst bist du halt noch sechsstellig. Und so, es ist walk the talk. Also Leute sind ungeduldig und weil sie ungeduldig sind, geben sie sich selbst nicht die Zeit, überhaupt erst den Weg zu gehen, um dann anderen den Weg zeigen zu können. Und was also das ist, glaube ich, der Nummer eins Grund. Und ich muss auch sagen, das ist, also mich kann man nicht so leicht triggern. Ich sehe das Ganze ein bisschen als Spiel, aber wenn es eine Sache gibt, die ich nicht mag, ist diese absolut fehlende Humbleness bei vielen Leuten. Also sich selbst immer für, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ich bin zwar zufrieden mit unserer Position und allem drum und dran, aber wenn ich mit diesem Mindset durch die Welt gehen würde, dass ich der Krasseste überhaupt bin, dann würde ich nichts mehr lernen. ich lerne von jedem, also auch von Leuten, die bei uns in der Ausbildung sind. Ich höre denen zu, weil im Zuhören ist der Mehrwert versteckt und nicht im ganzen Zeit selber sich auf die Brust klopfen. Ja, das ist so witzig, alles, weil ich glaube, das ist ein Wert, der uns immens sozusagen verbindet, ne? Und der auch selten geworden ist, glaube ich, in dieser Zeit, diese Humbleness, ne? Weil wir irgendwann auch mal unseren LinkedIn oder meinen LinkedIn-Content sozusagen ausgewertet haben und weil sich auch viel geändert hat über LinkedIns Algorithmus und ich so verstehen wollte, was funktioniert noch und was nicht. Und wirklich Malte aus meinem Team dann meinte, Robert, wenn ich mir alle Posts angucke, die wirklich gut funktioniert haben, war es eigentlich immer Robert, der Humble-Unternehmer.
Na, und ich habe das nie gesehen. Na, und er hat drauf geguckt und meinte, das ist die underlying Story bei dir, na, weil du es auch einfach sozusagen bist. Na, ich bin nicht der, der irgendwie Leuten ins Gesicht flext und sagst, Alter, ich bin irgendwie der Geilste der Welt, könnte ich im Leben nicht, sondern bin eher so, ey, was kann ich von dir lernen? Und in gefühlt jedem Interview schreibe ich irgendwie fleißig mit. Und ich habe das Gefühl, auch aus dieser Position kann man halt Leuten super gut helfen. Und ich glaube, es zieht auch einfach eine bestimmte Zielgruppe ab, an, die genauso tickt. Und was du sagst, was cool ist, dass viele so ungeduldig sind und halt nicht das vermarkten, das, was sie schon beherrschen. Also ich habe so viele Leute auch entlang des Weges gesehen, die, keine Ahnung, vielleicht 10.000 als Freelancer machen und dann irgendwie claimen, dass sie Leuten helfen, wie sie von 30.000 auf 100.000 irgendwie kommen. Ne? Ich bin so, wie geht das? Ne? Also außer du hast jetzt irgendwie eine richtig gute Case Study dazu, aber selbst das hatten sie nicht, aber du hast perfekt getroffen. Ich glaube, es ist echt die Ungeduld, ne? Sich nicht selbst die Zeit zu geben, richtig gut zu werden, richtig gute Case Studies aufzubauen und ja, zu schnell zu viel zu wollen. Ne? Ja, also ich glaube, es liegt halt auch ein bisschen an Social Media, to be honest. Voll. Also man vergleicht sich halt links und rechts und kein Mensch ist irgendwie vor Vergleich, wie sagt man, gewappnet. Ja. Ich glaube, das ist normal. Aber Dinge in Relation setzen halte ich für super wichtig. Also wenn man den ganzen Tag nur im Kopf den Vergleich mit anderen hat und dann kann da auch nichts Positives mit viel Mehrwert entstehen. Dementsprechend, ja. Also ich glaube, das ist der Nummer eins Grund, warum sich so viele schwer tun. Das Ding ist, die droppen dann eh raus. Also die haben vielleicht kurzzeitigen Hype oder was, aber sind dann relativ schnell weg vom Fenster, weil über mehrere Jahre oder 10 Jahre hält das keiner durch, sich selbst da auch was vorzulügen und so weiter und so fort. Deswegen lieber mal einen Schritt zurückgehen, um 2 Schritte vorwärts springen zu können und auch wirklich sich auf das Produzieren von echtem Mehrwert zu fokussieren. Ja, aber ich muss auch sagen, was mir tatsächlich in den letzten, glaube ich, 2 Jahren so passiert ist, dass, glaube ich, auch diese Formel, weil, wie du selbst gesagt hast, man lässt sich vom Markt so inspirieren, wo ich zum Beispiel reingetappt bin in dieses, ich brauche immer mehr Mitarbeiter, ich brauche immer ein größeres Team und ich muss an meinem Unternehmen arbeiten, ne? Hat am Ende dazu geführt, dass ich fachlich halt nicht viel besser geworden bin, ne? Also inhaltlich, was wir mit unseren Kunden machen und das irgendwie immer so dünnere Suppe irgendwie wurde, ne? Und ich so, Gott, ey, es wird ja nicht besser. Und klar kann ich meine Mitarbeiter ausbilden, aber irgendwie muss ich ja immer noch an der Front bleiben und gucken, was funktioniert und was nicht. Und dann habe ich irgendwann diesen Switch gemacht und gemerkt, hey, eigentlich bin ich mehr auf so dieser Creator-Seite. Ne? Es macht mir unglaublich viel Spaß, neue Sachen zu lernen und auch direkt zu implementieren. Und habe auch so einen Vlog irgendwann entdeckt von Russell Brunson von ClickFunnels, der bei, glaube ich, 100 Millionen gerade waren, geknackt war und jede Nacht einen Funnel gelauncht hat und meinte, klar mache ich das, weil das war auch der Schlüssel, um an irgendwie den anderen Wettbewerbern vorbeizuziehen, dass ich mir halt kein Marketing-Department aufgebaut habe, sondern weiter gepusht habe und die Sachen alle selber gemacht habe, ne? Mit natürlich einer Unterstützung von Team. Und ich habe das Gefühl, bei ein paar Freunden in der letzten Zeit ist auch so ein bisschen das Bild entstanden, dass man einfach seinen Weg als Unternehmer so finden muss. Ne? Ist man derjenige, der vielleicht an der Front ist und den man sozusagen sich selbst hebelt? Oder ist man halt wirklich drin, so eine Firma aufzubauen, die komplett unabhängig von einem funktioniert? Aber ich habe das Gefühl, das ist heute auch immer schwieriger irgendwie geworden als irgendwie noch vor ein paar Jahren. Selbst der Shopify-Gründer hat irgendwie erzählt, bei 5 Milliarden oder so, dass er natürlich in diesen ganzen operativen Sachen noch mit drin ist, ne? Und dass das heute auch irgendwie notwendiger denn je ist. Aber ich glaube, dass viele Leute damit irgendwie strugglen und deshalb auch fachlich zum Beispiel nicht richtig gut werden, weil sie irgendwie mit ihrem Team und den Kunden den ganzen Tag beschäftigt sind und gar nicht mehr so richtig mitbekommen können, was gerade aktuell funktioniert und was nicht und die Themen vielleicht auch weiterentwickeln können. Ne? Ja, 100%. Ja, so habe ich mir zumindest das Modell gebaut. Ey, und Ades, was mich natürlich interessiert, es gibt ja diese Vorlaufphase. Ich kann mir auch vorstellen, so ein cooles Projekt wie fullstack.de, ich muss wirklich großes Kompliment für den Namen sozusagen geben. Ich habe immer wieder mit diesem Namen geliebäugelt, witzigerweise. Ich hab das irgendwo in meinen Notes und dachte mir so, Fullstack ist so ein geiler Begriff, ne? Und dann sehe ich das irgendwann in meinem Feed und denke mir so, der Arsch. Ne? Hat sich einmal den guten Begriff geschnappt. Ey, das glaube ich, dass das nicht ganz einfach war. Es gibt ja aber auch vielleicht ist bei den Kooperationen noch so ein bisschen interessanter. Ist ja immer so eine Vorlaufphase wahrscheinlich, gibt so, keine Ahnung, wir müssen jetzt ein bisschen vorfinanzieren, ne? Die Funnels gehen jetzt online, die Ads gehen irgendwie online. Gibt es da so ein Frame, was du auch den Leuten sagst, wie viel Zeit ihr braucht, bis das Ding irgendwie profitabel läuft? Reden wir da von 2 bis 3 Monaten oder wie machst du das, um die Leute abzuholen und zu sagen, auch welche Erwartungshaltung da irgendwie realistisch ist?
kommt aufs Projekt drauf an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Fullstack hernehme als Projekt, dann haben wir da, also ab dem Zeitpunkt, wo wir beschlossen haben, dass wir das Projekt machen, bis hin zum Launch waren es, glaube ich, 7 Monate. Ja. Und jetzt rein Cash, was ich investiert habe, mal abgesehen von Team und allem drum und dran, war das, glaube ich, 250.000. Also wir haben extra ein Videostudio gebaut und also wirklich da rein investiert. Wäre auch günstiger gegangen, aber ich habe da immer dieses Mantra, so wie man eine Sache macht, so macht man alles. Und ich wollte, dass alles stimmt. Also weil ich es eben aus dem Point of View mache, ich entwickle das für mich und nicht für irgendwelche anderen Leute. Und ja, also das war jetzt bei Fullstack der Fall. Bei der Mastermind haben wir auch, glaube ich, 4-5 Monate Minimum Vorlaufzeit benötigt. Aber man muss sagen, dass ich das Team überhaupt assemblen konnte, dass wir solche Sachen wie zum Beispiel die Mastermind auf dem Niveau hinbekommen können, was die Ästhetik angeht und so weiter, dann nochmal eine weitere Vorlaufzeit. Und wenn wir jetzt mal mit einer Brand zusammenarbeiten, hängt es von einigen Faktoren ab. Also wir haben jetzt kürzlich eine Brand bekommen aus dem Finanzbereich, die hatten schon wahnsinnig qualitatives Produkt, die haben ein gutes Team und alles drum und dran. Unser Job war vergleichsweise einfach. Wir konnten die mit unseren Skills, das war einfach ideal, komplementär, einfach aufs nächste Level heben. Yeah. Die Brand war noch nicht so geil. Cool. Die Funnel war noch nicht so gut. Also da ging es vergleichsweise schnell. Ich würde sagen, so in 2,5 Monaten. Bei anderen Projekten, wo wir sogar unterstützen beim Entwickeln des Produktes, dort deutlich länger. Also würde ich sagen, was zwischen 4 und 6 Monaten. Wir haben jetzt zum Beispiel mit einem relativ großen Influencer, Professor Finanzen heißt er, das ist einer der Top 3 Finanzinfluencer im deutschsprachigen Raum, eine Aktienanalyse auf den Markt gebracht. Da hat das Projekt, glaube ich, auch 5 Monate gedauert. Wir mussten ein Team zusammenstellen, die Brand aufarbeiten, über einen langen Zeitraum Leads sammeln, damit dann ein richtig, richtig großer Pool da ist, das Backend entwickeln und so weiter und so fort. Also viele Marketer gehen halt nach diesem, ich möchte schnell reich werden und launche etwas und habe dann meine 100, 200, 300, 400, 500k, wie viel auch immer vom Launch. Aber wir sehen das eher so, jede Brand ist für uns fast schon wie so ein eigenes Unternehmen. Da muss ein Team dahinter sein, da muss ein geiles Produkt dahinter sein, was das A und O ist. Der Support muss stimmen und so weiter und so fort. Also wir beginnen die Journey nicht erst beim letzten Part, wo es quasi ums Marketing, ums Launchen geht, sondern wir bauen ein tieferes Fundament. Also wenn das Fundament qualitativ ist, dann kannst du das viel länger aufbauen und viel nachhaltiger aufbauen. Und das ist nicht so ein schnelles, gefühlt Pump-and-Dump-Marketing. Ja, jetzt, ich habe das gehört, diesen Abschnitt, den sollte wirklich jeder Gründer, jeder Marketer mal gehört haben. Weil es halt immer dieses von Homosi nach bei mir, du machst Vertrieb, weil du kein Marketing kannst und du machst Marketing, weil du kein Produkt kannst. Na? Das stimmt, ja. Und ich habe das Gefühl, du triffst es so auf den Punkt sozusagen, ey, gib dir auch ein bisschen Zeit, bau ein richtig geiles Produkt, ne, mach das vernünftig, bau ein gutes Fundament und dann hast du auch in der Vermarktung häufig kein Problem, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Aber wie du selbst sagst, die meisten sind so, ah ja, könnten wir vielleicht am Wochenende hier noch einen kleinen Kurs abdrehen und dann gehen wir schon am Montag live mit den Ads, ne, und dann lass uns fleißig was verkaufen und keine Ahnung, 2-3 Monaten später und 300.000 später fällt das Ding alles in sich, weil alle irgendwie total unzufrieden sind. Ja. Also Paper Tiger. Also ich bin jetzt auch nicht bei diesen Träumern, die sich dann irgendwie ewig lang Zeit lassen und nur Product bauen und Marketing und Sales dann völlig vernachlässigen, weil sie es nicht hinbekommen. Alles drei muss stimmen. Also das Produkt muss geil sein, dein Marketing muss gut sein und dein Vertrieb muss gut sein. Aber die Reihenfolge ist für mich Product, Marketing und Sales. So. Ja. Wenn ein Marketing und ein Produkt Weltklasse ist, dann also musst du nicht auf Krampf Cold Outreach machen, weil dann werden sich die Leute von alleine mit dir melden. Also aber natürlich alle drei Dinge müssen checked sein und dann kommt man auch in außergewöhnliche gute Flughöhen. Ja, das ist witzig. Ich habe vor ein paar Monaten Marcel Knopf irgendwie interviewt, haben auch ein bisschen über OnePage irgendwie gesprochen. Und er meinte auch so, er hat ja auch nicht kleine Kampagnen in seinem Leben irgendwie gemacht, Werbekampagnen. Und meinte, bei OnePage haben sie es komplett andersrum gemacht, irgendwie Product-led Growth, ne? Also nur was sozusagen vom Product reinkommt, haben sie gemacht. Ich glaube, es ist auch so ein Begriff, den irgendwie Elon Musk geprägt hat, ne? Und meinte, ey, das ist, also er meinte auch irgendwie, dass er sich so ein bisschen auf die Finger hauen muss, nicht irgendwelche Kampagnen zu launchen und let's go. Aber es ist halt viel
gesünderes Wachstum am Ende. Ne? Wenn du ein Produkt baust, was so sticky ist, dass die Leute da bleiben, ne, macht das halt viel mehr Spaß. Marcel ist ein gutes Beispiel, weil du den erwähnst. Das ist auch ein guter Freund von mir. Branding und Branddesign und Landingpages und sowas ist halt voll mein Steckenpferd. Damit habe ich gestartet und da komme ich jetzt auch immer mehr wieder zurück. Und ich war auf einer Mastermind in Miami, wo Marcel auch da war, und dann haben wir uns über OnePage unterhalten. Und ich kann mich erinnern, da hat er mich versucht, ein bisschen nicht zu überzeugen, aber hat mir so gesagt, hey, schau dir mal OnePage an und so weiter. Und ich war halt hardcore im Film, hey, wir machen nur Webflow, wir lieben Webflow wegen der Individualität und allem drum und dran. Aber ich habe gesagt, ich schau dir mal an. Und dann habe ich ihn ein halbes Jahr später auf einer anderen Mastermind gesehen, auf seiner Mastermind, und bin zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, Marcel, ich habe schon tausende Pages gebaut oder bauen lassen mit meinem Team. OnePage ist ein krasses Produkt. Und ich habe echt schon wahnsinnig viel Software genutzt. Und nicht nur im Landingpage, Funnelbilder und so weiter und so fort, auch im Vergleich zu anderen Software. Man spürt die Liebe im Produkt. Und das merkt man einfach. Also Marcel ist, der spiegelt das, was ich da jetzt gesagt habe, relativ gut wider. Also liebe Grüße an ihn, falls er das irgendwie hören sollte. Aber das, glaube ich, rührt auch daher, weil der ist jetzt auch keine 22 mehr, hat schon sehr gutes Geld verdient. Er macht das aus der Position der Ruhe heraus und nicht aus diesem Krampf, ich muss das jetzt um Biegen und Brechen mit der Brechstange hinbekommen. Und genau deswegen kann er sich auf Qualität fokussieren. Und deswegen ist OnePage halt auch so ein krasses Produkt, Das war, glaube ich, auch der Punkt, so die Überleitung. Ja, Robert, wir wohnen jetzt nicht mehr in Städten, sondern irgendwo in der Pampa, gehen morgens mit unserem Hund spazieren. Ne? Und er meint auch so, ja, wirklich in einem Haus. Ne? Und ich meine, ja, Mist, Marcel, wir sind alt geworden. Ne? Aber es war so die coole Überleitung, weil er auch gesagt hat, hey, ich mache jetzt Projekte, auf die ich richtig Spaß habe, ne, und die auch mit einer richtigen Intensität irgendwie, und kann auch nur größte Komplimente irgendwie für OnePage sozusagen aussprechen. Bin auch gerade in dem Begriff sozusagen zu schauen, wie wir das in unserer Welt und an unsere Kunden irgendwie ausgerollt bekommen, weil wirklich man spürt das einfach, dass da jemand unglaublich viel Liebe in dieses Tool reingesteckt hat. Ne? Ja, definitiv. Ades, letzte 5 Minuten, ne? Würde mich wahnsinnig noch interessieren, so wie sieht dein Alltag aus? Ne? Wie arbeitest du? Ist es kreatives Chaos und jeden Tag irgendwie sieht anders aus oder wie sieht's aus? Also aktuell ist mein Alltag stressiger als sonst, sagen wir es mal so, einfach weil privat auch ein paar Themen dazugekommen sind, also wir ziehen im September weg, höchstwahrscheinlich und so weiter und so fort, und mit der Company, wir haben parallel jetzt irgendwie 4 Launches und Fullstack und die Mastermind, also aktuell ist krass. In der Früh aufstehen, die Prioritäten des Tages mal sortieren und dann einfach Gas geben den gesamten Tag, also ich kommuniziere den gesamten Tag sehr viel mit meinem Team. Aber ich bin jetzt auch keiner, der dann durchgrindet bis 23 Uhr am Abend. Wenn ich merke, meine Batterie ist für heute aus, dann, ich halte zum Beispiel auch nichts von dieser Hustle-Culture bis zum geht nicht mehr, was Homosi da propagiert und geht nicht über Neujahr oder Weihnachten zu deiner Familie halt für absolut Blödsinn. Ja, und geh nicht auf Toilette, Balance ist wichtig, und ja, ansonsten, um ein bisschen runterzukommen, spiele ich hier und da eine Runde PlayStation. Cool. Ich gehe sehr viel essen mit meiner Frau und mit Freunden. Letztes Jahr war crazy, bin ich viel gereist, da war mein Arbeitsalltag, da gab es keinen Arbeitsalltag, da war jeder Tag anders. Ja. Aber aktuell bin ich so in diesem Tunnelmodus, Projekte vorwärts bringen und that's it. Ey, hört sich nach einem coolen Spieleparadies an. Was mich noch interessiert, Alex, ich habe das Gefühl, gerade Leute, die sozusagen sich die Interviews immer angucken und auch irgendwie anschauen, sind immer so, ey, krasse Persönlichkeit, krass, was die aufgebaut haben. Ne? Was mich immer noch so interessiert, ist so Tiefpunkte, die du vielleicht erlebt hast und vor allem auch, wie du damit umgegangen bist. Ne? Weil machen wir uns nichts vor, gerade umso höher die Ausschläge nach oben sind, sind sie meistens auch nach unten. Ne? Kannst du da noch ein bisschen Worte zu verlieren, vielleicht auch in den letzten Jahren und sowas Tiefpunkte waren und wie du auch damit umgegangen bist? Tiefpunkte. Also businesstechnisch, Gott sei Dank, jetzt nicht so krasse Tiefpunkte, um ehrlich zu sein. Ja, cool. Was ist Tiefpunkt? Also halt, einen Tag geht's mehr rauf, einen Tag geht's mehr runter, man verliert einen Kunden oder whatever. Aber ich würde sagen, dass so richtig krass Turbulenzen hatten wir nicht. Privat gibt's natürlich immer mal wieder
keine Ahnung, man stirbt jemand aus der Familie, ein Hund stirbt oder whatever. Ja. Und ich hatte in der Vergangenheit auch gesundheitlich ein bisschen Probleme, das ist schon relativ lange her, aber deswegen kann mich so businesstechnisch nicht wirklich groß was aus der Fassung bringen, weil ich Dinge immer in Relation setze. Ich denke mir, okay, da draußen gibt es Menschen, die haben ganz andere Probleme, als ob der CPM bei Facebook zu teuer geworden ist. Und das ist eine der Sachen, die ich gelernt habe aus so privaten, persönlichen, überspitzt gesagt, Krisen jetzt mal, dass ich manche Dinge, also ich kann man jetzt nicht so lange nicht ins Banken bringen mit irgendwelchen Business-Sachen. Also, ja. Aber das ist ein gutes Gedankenmodell auch mitzugeben, das immer mal in einen Vergleich zu setzen, ne, was Leute für Probleme haben da draußen und was dann die eigenen Probleme sind und das dagegen wahrscheinlich immer klein wird. Wir haben drei Mitarbeiter in der Ukraine. Und ich bekomme von einem, liebe Grüße an Oleg, der versteht das zwar nicht, aber ist einer unserer wichtigsten Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter sind wahnsinnig wichtig, aber wenn es ums Thema Design geht, ist der halt im Lead. Und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, weil irgendwie was schiefgelaufen ist oder letztens haben wir bei einem Launch ein, zwei Sachen ein bisschen verkackt und haben locker eine sechsstellige Summe verloren. Yeah. In Summe trotzdem, mega geiler Launch, aber wäre mehr gegangen. Und dann war ich ein bisschen pisst und dann schreibt er mir, hey Adels, kann ich mir morgen aufnehmen? Dann habe ich gesagt, klar, warum? Dann schickt er mir ein Video, wie in seinem Nachbargebäude irgendwie eine Granate eingeschlagen ist. Also denke ich, und krass. Das setzt dann halt Dinge in Relation und ich glaube, viele, insbesondere junge Unternehmer und Unternehmerinnen, haben ein bisschen aufgrund von Social Media und dieser Hustle-Culture und so weiter und so und verschiedenen Bubbles den Blick auf das große Ganze völlig verloren. Und ich glaube, das ist ein Rat, den ich irgendwie allen versuchen würde mitzugeben, so ein bisschen hinauszuschauen aus der eigenen Bubble. Ja, super wertvoll, ne? Ades, vielen, vielen Dank dir. Wenn Leute in deine Welt eintauchen wollen und mehr zu dir und deinen Projekten irgendwie erfahren wollen, wo sollten sie da unbedingt vorbeischauen? Danke auch für die Möglichkeit, dass man hier auch ein bisschen pitchen darf. Gerne auf Instagram. Klar. Also gerne auf Instagram einfach Ades Pets eingeben. Dann findet man ein bisschen Content von mir so hinter den Kulissen. Ansonsten, wer Lust hat, von uns Marketing zu lernen, gerne fullstack.de. That's it. Und ansonsten werde ich den Leuten einfach raten, deinen Podcast sich anzuhören. Der ist immer top. Ja. Vielen Dank dir, mein Lieber. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel mitgenommen heute. Ja, und bin gespannt, wie die Projekte bei dir weitergehen. Ja. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Wenn dir das Interview mit Ades gefallen hat, dann sieh dir unbedingt als nächstes das Interview mit Karl Weische an. Das wird dir unglaublich gut gefallen. Und insofern sehen wir uns direkt im nächsten Interview. Bis gleich.